Da sind wir wieder hier in unserer Urban Gardening XXL-Küche. Wir haben beim letzten Mal schon was Leichtes gemacht. Ne? Wir sind immer noch in der Abnehmphase, auch wenn man es noch nicht so sieht. Machen heute auch wieder was Leichtes. Ja? Ich habe mir überlegt, auch gerade für Diana, die ist ja auch immer sehr bewusst beim Essen für unseren Gast oder überhaupt für alle, die kommen, dass es halt wirklich leicht ist und gesund ist. Wir machen heute ein ganz schnelles, und ich würde sagen, es ist Deutschlands schnellst, nein, es ist sogar das schnellste Gericht der Welt. Ein rotes Curry und das besteht aus 5 Zutaten. Ja, sagen wir mal 6. Es kommt auch noch ein bisschen Rotwein dazu. Ne? Der Rotwein darf ja hier bei uns in der Küche nicht fehlen. Dazu gehören einmal Cashewkerne, die haben wir eben angeröstet. Dann ein Halloumi-Käse, Zwiebeln, dann das rote Curry, eine rote Currypaste. Die hat es in sich, die ist wirklich scharf und ja, das braucht man auch. Ich glaube, die Schärfe ist für den Körper gut, dann schwitzt man mehr, der Kreislauf wird angeregt. Einfach super und am Ende, jeder kennt es, viele mögen es auch nicht, aber ich finde, es ist halt super, weil es knackig frisch ist, ein super guter Blattspinat. Ein bisschen erinnern Sie mich an die Frisur von Diana. Grüne, frische Blattspinatblätter. Das Ganze, wirklich, werfen wir nachher nacheinander einfach nur in die Pfanne. Das war es schon. Es wird schön, ne? Zwiebelchen, Olivenöl, schön einkochen lassen mit ein bisschen Rotwein. Dann kommt die Paste dazu, der Halloumi-Käse. Am Ende kommt dann hier der Blattspinat dazu. Und ich kann euch sagen, es ist einfach, es ist perfekt, es schmeckt einfach super. Ich hoffe, dass es auch hier Diana schmecken wird. Ich glaube schon. Und wir starten jetzt mal sofort mit dem Kochen. So, und wir fangen jetzt auch direkt an. Ich stelle mal ein paar Sachen hier zur Seite. Wir werden nämlich als allererstes die Cashewkerne schön klein schneiden. Die kommen ganz zum Schluss, wenn wir alles schon in der Pfanne haben, nochmal drüber. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen, ne, dieses angebraten oder angeröstete bei den Cashewkernen, da kommt nochmal das Nussige raus. Ne? Und ich finde, das ist immer ein Highlight, gerade bei solchen Gerichten. Wir brauchen gar nicht so viele. Ganz einfach. Schön hacken. Aufpassen, dass man sich nicht in die Finger hackt. So, die gerösteten Cashewkerne tun wir zur Seite. Dann schneiden wir unseren Halloumi-Käse in ganz klitzekleine, schöne Würfel. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen kleinere Würfel sind. Es gibt ja Leute, die mögen das halt auch immer, wenn es so ein bisschen groß ist, aber ich mag es irgendwie fein. Warum auch immer, aber schön, ich denke mal so 5 mm Würfel sind da perfekt. So, den Halloumi-Käse haben wir auch fertig. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Zwiebeln. Zwiebeln ist natürlich immer, ne, eine super Sache. Das muss immer relativ zügig gehen, sonst ja, gib etwas zu weit. Und eigentlich ist das doch hier gar keine traurige Veranstaltung. Zwiebeln. Schale befreien. Einmal durch. So, jetzt haben wir hier alle Zutaten klein gemacht. Cashewkerne, Zwiebeln, Halloumi-Käse, das Weinen hört auch gerade auf. Wir bauen jetzt hier schön eine Platte auf und dann schmeißen wir alles gemeinsam in die Pfanne rein und machen unser rotes Curry, unser schnellstes rotes Curry, was es überhaupt in Deutschland und im Urban Gardening XXL-Garten gibt. Gleich machen wir weiter. Wir sind wieder zurück und haben alles vorbereitet. Ja, passt sensationell. Also, alles in eine Pfanne, alle 5 Zutaten, Zwiebeln, Halloumi-Käse, das rote Curry, unsere Cashewkerne hier vorne und hier unten habe ich gleich noch den Blattspinat. Wir fangen an, etwas Olivenöl in die Pfanne, lassen das schön heiß werden. Dann kommen dazu unsere Zwiebeln, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln. Super, das kann ruhig ein bisschen zügig sein. Oh, allein schon wie Zwiebeln immer riechen. Ist ja sensationell. Wenn man Geruchsfernsehen machen könnte, ich finde es einfach Wahnsinn. Allein angebratene Zwiebeln, schön glasig dünsten. So, jetzt kommt noch der Blattspinat rein. Wir machen die Temperatur ein bisschen runter, wenn ich direkt zerkocht. Mhm.
unter. Natürlich, Blattspinat ist immer schwierig. Aber wenn er dann einmal eingefallen ist, geht das eigentlich auch. Super, das ist schön. Ne? Also der Blattsalat ist teilweise noch knackig. Alles ist fertig. Jetzt kommen noch die gerösteten Cashewkerne rein. So. Einmal durchrühren. So, das Ganze dann mit so einem leckeren, ja, Stangenbrot. Ist einfach super, es riecht auf jeden Fall sensationell. Und ich werde es gleich mal Diana kredenzen und fragen, wie sie schmeckt. So, das ist unser schnelles Curry. Mal anders, mal ohne Kokossoße. Eigentlich ja so ein bisschen, ne, französisch gemacht. In einem guten Rotwein. Ich wünsche euch beim Nachmachen ganz viel Spaß, guten Appetit und bis dann.